Mein Name ist Tamar Lewinsky und ich bin Kuratorin für die neue Dauerausstellung. Wir sehen einen Strickpullover aus grüner und weißer Wolle. Auf Höhe der Schulterblätter und an den Ärmeln sind weiße Schneeflocken eingestrickt. Der Pullover gehörte Sabina Millmann. Ihre Schwester Miriam hatte ihn vermutlich 1948 für sie gestrickt. Damals lebten die beiden Schwestern in einem DP-Camp, einem Flüchtlingslager in der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland. Sie hatten den Krieg in der Sowjetunion überlebt und sich nach dem Krieg in Polen wiedergefunden. Ihre Eltern, Miriams Zwillingsschwester und weite Teile der Verwandtschaft waren ermordet worden. Wenige Monate nachdem dieses Foto aufgenommen wurde, wanderten die Schwestern in verschiedene Länder aus. Sabina nahm den Pullover mit in die USA und bewahrte ihn dort bis an ihr Lebensende auf, als Erinnerung an die letzten gemeinsamen Jahre mit ihren Schwestern. Ich habe die Tochter von Sabina Millmann kennengelernt, als sie in Deutschland für ein Buch über ihre Familie recherchierte. Ich fragte sie damals, welche Gegenstände ihre Eltern aus Deutschland mitgenommen hatten. Eher beiläufig erwähnte sie einen Strickpullover, wusste aber nicht, ob er noch existierte. Ein Jahr später erhielt ich eine Nachricht, dass der Pullover im Schrank ihrer Schwester aufgetaucht war. Beide Schwestern entschieden sich dafür, den Pullover dem Jüdischen Museum Berlin zu schenken. Und gemeinsam rekonstruierten wir die Geschichte dieses Objekts. Der Pullover ist im Ausstellungsbereich zur unmittelbaren Nachkriegszeit zu sehen. Er erzählt von Flucht und Verfolgung, aber auch von Neuanfang und von Erinnerungen.